Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Test APB Reloaded. So, wir machen das Tutorial gerade weiter, während hier sehr wild geschossen wird und es immer lauter wird. Ja, ich kann das auch. Alles klar. Mein nächster Auftrag ist einfach mal eine Granate werfen. Alles klar, wie mache ich das? Mit G wahrscheinlich, ne? Ja, mach das mit G. Wow. Der lebt noch. Verbinde einen Feldversorger. Wie mache ich das? Ich gucke mir das Tutorial. So, drücke 5, um den Feldversorger zu verwenden. Oh. Feldversorger, 5. Okay, was passiert, während ich das mache? Kann ich da... Das ah, okay. Verwende einen Fahrzeugspawn. Dafür muss ich was? Fahrzeugspawner sind in der ganzen Spielwelt verstreut. Meistens findest du sie in Garagen neben einem Spawnpunkt und Reparaturstationen auf der ganzen Karte. Finde einen Fahrzeugspawner in der Nähe und geh hin. Und drücke F. Lalala, ich glaube, hier unten gibt es eine Tiefgarage. Ja, hier, guck mal, steht ja sogar schon Papas. Rennen. Steht ja schon Papas drauf. Fahrzeugspawn. Fahrzeugspawn. Jetzt ist das Spiel von solchen Leuten. Auto! Och, wie süß! Oh, an was erinnert mich das? Das gab's doch hier. Das ist eine OLTT, Alter. Zumindest was. Es gab's doch mal. Oh, das ist so laut. Es gab's doch mal diese kleinen Spielzeugautos, die auch so eine Form hatten. Die waren echt süß, ey. Das war ein Auto, du Affe. Fahre 500 Meter. Tschüss! Oh, Alter. Kleines Auto, Wendekreis wie ein Panzer, ey. Haha, nani, nana. Polizei kommt und ist da. Mit WSHD zu Auto zu fahren ist echt lustig. Komm hier, Parade. Juhu! Aua! Okay, ist so gut. Alles klar, was muss ich denn? Leiste einen Kontakt, einen Besuch ab, oder was? So. Schönere Karte hätte ich gerne mal. Okay, das ist ja verwirrend. Aber so können wir noch erstmal fahren. So, zack. Unten ist ein Kopf, da fahre ich erstmal. Hier ist sicher links. Alter. Wie geschaltet oder was? Komm hier nicht rum. Ja, geil, ich wollte sie nicht überfahren, aber ich. Ich hab ja gesagt, das ist ein Panzer 10 Minuten nicht. Ja, scheiß drauf, hier umstellen. Ich muss jetzt einen Kontakt hinnehmen. Ist auf Kurve oder so. Nee, da war gerade eine Nachricht. Eine YouTube-Nachricht sogar. Eine Kommentar-Nachricht. So, Kontakt. Blablabla. Seht ihr schon? Nee. Was muss ich denn genau machen? Come back again. Lass der Kontakt einen Eid. Okay, kann ich also auch einen Eid ablegen? Good einen to Eid see leisten. You. Yeah, good to see ya. Later. Later, 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 later. Schaffe einen täglichen Aktiv. Was? Tägliche Aktivitäten. Sobald du fertig bist, werden dir Kontakte tägliche Aktivitäten anbieten, die du für eine spezielle Währung belohnt wirst. Joker-Ticket, sprich mit Wilson Leap Voice, um deine erste tägliche Aktivität zu erhalten. Geil, komm her. Gib mir mal was. Gib mir mal was. Altbrechen? Nein. Annehmen. Was muss ich tun? Mein Freund. Schieß deine Mission ab. Erste Schritte. Okay. Drücke Kaffee bereit. Das ist eine Code-Mission. Oh, nicht schlecht.
Starte eine Mission. Warte auf Feinde. Hilfe bei einem Ziel. Töte einen Feind oder unterstütze eine Mission abschließen. Alles klar, ich bin noch bereit. Mal sehen, was passiert. Lalala. Wie viel Muni habe ich? 32 Schuss mal. Also lange ich warte, kann ich schon noch eine Oderung fahren. Okay, standard procedure. Was soll dazu kommen? Okay, was muss ich tun? Ich muss da hinten hin. Ich hätte doch ein Auto. Ich hätte jetzt mein Auto in Düsen. Oder, wo hat ein Auto? Ey, komm, renn da. Alter, wie geil. Das Ding blinkt sogar. Nur blinkt das die ganze Zeit rechts, obwohl ich gar nicht nach rechts will. Also gar nicht nach rechts lenke. Ich weiß gar nicht, warum das die ganze Zeit nach rechts blinkt. Wo ist die Mission jetzt denn? Mann, piss dich! Auf dem Rand. Da komm, ich steck bei dir ein. Oh, ist der Wachmeister. Hallo. Okay. Das war dumm. wo kann ich spawnen? Das sind das Spawnpunkte wahrscheinlich, ne? Der kam von nix rein. Ein Taxi zur Mission, wa?
mal so einfach. Vor allem mit dem Aiming, das ist echt nicht so einfach. Wenn man ganz anders Aiming gewohnt ist. Aber hey, ich habe schon zwei getötet. Okay, das war ein Delay. Das war ein Delay. Viel bessere Waffen als ich, ne? Das war's. Ich muss zu Durant. Oh, hey! Nein. Das war meine erste Mission. Drei getötet, obwohl ich eine Hilfe zum Tod bekomme, also zum Kill bekomme. Meiner Meinung nach habe ich die gekillt. So, wo ist denn jetzt? Das ist falsch. Willst du die Freunde sichern? Ich kann mir auch irgendeine andere Karre nehmen. Wir kommen nämlich den hier. Boah, Alter. Das Ding ist ja mega schnell. Das macht schon Spaß, das Spiel, ey. Auch wenn es ein sehr seltsames Handling hat. Hier. Abgeschlossen. Got something for you. Warte, so, das habe ich doch schon, oder? Was ist denn meine sekundäre Waffe? Wie heißt die? Ja, die habe ich ja schon, wollte ich sagen. Oder muss ich da zu den Inmates hin? Ah, Kampf. 10 Tage Waffenwähler. Was ist das denn hier? Das ist das Gewicht der Somatic Heavy. Eine Show 556. Angucken. Das ist ein Maschinengewehr, so wie es ausschaut. Dann haben wir einmal das schöne Ding hier. Das ist halt eine MP. Also ähnlich kann mit der MP1. Auch Uzi genannt. Und dann haben wir eine Schrot. Also für den Nahkampf sehr gut ist. Ich nehme mal die MP mit. Fahrzeuge. Einmal das Fahrzeug. Was 100 Jahre lang lädt. Kann man machen. Was ist der Unterschied zwischen denen? Ah, ne. Und Mission. Ne. Alles klar. Alles genommen. Tritt allen sozialen Distrikt bei. T. Um jegliche Gegeneigenschaften eines Charakters anzupassen, musst du in deinen sozialen Distrikt gehen. Um von dort die beliebigen Distrikte in den sozialen Distrikt zu wechseln, drücke Escape und wähle Distrikt bei. Du wirst den Bildschirm oben sehen. Klicke auf den sozialen Distrikt und dann auf Distrikt beitreten. Also Escape. Distriktwahl.
Sozialer Distrikt ist wo? Ah, so schön. Ach da, und dann ist Distrikt beitreten, alles klar. So funktioniert das also. Ich gönne mir mal ein Schlückchen Cola. So, Spawn Point. Jo. Huch. Ich würde sagen, auf einmal sieht ganz anders aus. Achso, das lädt noch, deswegen sind sie alles aus. Erschaffe ein Symbol. Mache ich wie? Persönliches Symbol hebt deinen Charakter auf jeden Fall hervor. Gehe zu einem Symbolanpassungskiosk. Das sind die hellblauen und sozialen Distrikt. Grad. Designer-Kiosk, da will ich hin. Kann ich da einen Wegpunkt? Achso, das ist ein, da ist schon ein Wegpunkt gesetzt. Warum habe ich denn nicht keine Karte? Dahin muss ich, alles klar. Lalalalala. Jo. Hellblau. Symbol laden. Neues. Oh, okay. Das ist wahrscheinlich alle noch gesperrt, ne? Du musst diese Grundform freischalten, okay. Überlegen. Mache ich so, das mache ich dann dunkelblau. Dann gehe ich auf Schrift. Das kann ich bestimmt auch kleiner machen, ne? Wie mache ich das denn kleiner? So nicht. Ach, Moment mal. Okay. So geht das. Ich will sich unbedingt den schmaler machen, sondern kleiner. Was ist das denn? Ich muss es doch schmaler machen. So, und dann, Alter, das kann jetzt ein bisschen dauern. So, dann nehme ich ein E. Da das gleiche. Ja, das ist aber schon kleiner. Schmaler noch. Ach von Scheiße. Jetzt das N. Nochmal das N. Kurz einmal die Größe ungefähr gleich halt. So, das ist echt nicht mehr, was ich tue. Also das wird echt. So ein Ticken größer noch.
Das ist gar nicht so einfach. Und das Upsi. Muss man da so hin? Lenny 007 heißt, mache ich aber nur Lenny 007. Oh Gott. Was für ein Müll. Das hätten sie mal anders lösen können, wenn ich ehrlich bin. Was muss denn hier trotzdem noch? Wie breit ist es? Versuch das mal genau drüber zu legen. Das ist immer noch den kleiner, ne? Also so. 7. Ja, das sieht doch cool aus, ey. Nur noch nicht so groß. Ja, ne, lass es so. Nur 7. So, und wie mache ich auch fertig? Wo ist denn fertig? Yes. Ja. Okay. Und wo ist fertig? Speichern. Als Lenny 07. Okay. So, jetzt kann ich auch wahrscheinlich rausgehen, ne? Passe deine Kleidung an. Ja. Wir haben eine Mission gemacht, wir haben jetzt uns ein Symbol erschaffen. Bis jetzt macht mir das Spiel relativ Spaß, obwohl ich sagen muss, ja. Fazit mache ich am Ende des Tests. Also, wir sehen uns halt in der nächsten Folge. Bis bald. Tschüss. How it feels, you know, realizing that you're trapped in a situation where you're just losing control of the city. That's a matter of opinion. Opinion? Yeah, there's your opinion and then there's the truth. Any comment on the nightmare Darren graffiti I see all over town these days? I mean, come on. Aren't you worried that you might have a public perception problem? I don't worry about what criminals are writing on walls, Dick. A safer Sanparo. That's what I promised in the election. That's what I'm delivering. The City Security Act. That's your big idea, huh? Giving every Yahoo out there a license to roam the streets armed? We need people willing to fight fire with fire. All you've done is create legalized vigilantism. Now we have competition. We have enforcers provoking criminals, and criminals are taking it out on the whole damn city.